So Leute, ich hoffe, ihr seid alle bereit für noch mehr Mario Kart Custom Tracks Action. Denn heute erwarten euch mal wieder ein paar coole neue Strecken. Als erstes erwartet euch die Sunset Road von den guten alten Ray gemacht, den wir ja schon gut kennen. Und ja, dafür müssen wir Yoshi's Circuit nehmen vom GameCube. So, ich bin froh, es funktioniert. Sehr schön. So, die Strecke habe ich ebenfalls noch nicht ausgetestet und es tut mir echt leid, dass gestern kein Video kam. Aber da ihr wisst ja, es ist halt so, ich habe halt Ferien und ich bin auch nur ein Mensch, der halt ein bisschen was zu tun hat. Ja, wir waren halt im Phantasialand, in Köln. Ah nee, in der Nähe von Köln auf jeden Fall, aber das hat richtig gebockt, also keine Ahnung. Am Anfang denkst du halt so, okay, das ist bestimmt halt nur sowas für Kinder und so. Aber das war wirklich cool. Boah, Alter, diesmal gehen die Computergegner voll ab. Scheiße, boah, ist die Strecke cool gemacht. Ey, die ist richtig cool gemacht, diese Strecke. Boah, Schande. Ja, okay, aber die ist richtig gut. Das muss man sagen. Aber ich glaube, diese Strecke ist noch nicht mal immer mehr in der Beta-Phase. So, Mist. Okay, die Items verschwinden. Oh, nee, Moment. Ich habe Mario tatsächlich getroffen. Komischerweise siehst du die Items nicht. Aber es kann auch tatsächlich am Emulator liegen. Weil das jetzt ja nicht so wirklich ganz so ist, wie es sein soll. Todd hat zum Beispiel gerade einen grünen Panzer abgeschossen. Das habe ich auf dem unteren Bildschirm gesehen, aber ihr könnt es auf dem oberen Bildschirm komischerweise nicht sehen. Und boah, der geht ab, ey. Na gut, wir spielen auch auf Schwierigkeitsgrad schwer. Jetzt. Und natürlich, wie immer, 150er CCM. Das ist natürlich das coolste, 150er. Ja. Auf jeden Fall, die Custom Tracks sind eine richtig schöne Sache. Und da gibt es ja noch eine Menge. Also, das Let's Play, das wird noch eine Weile gehen. Aber ich vermute, dass morgen dann wieder ein Kingdom Hearts Part kommen wird. Oder nicht Kingdom Hearts, sondern Super Mario 64. Ich weiß nicht, eins von beiden auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nämlich nicht gerade, was ich gerade parat habe. Ey, wer hat mir gerade das Item geklaut? So Leute, falls ihr irgendwie möchtet, dass ich mal einen anderen Charakter nehmen will, dann bin ich auch immer gerne offen für Vorschläge. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr mir keine Vorschläge macht, dann nehme ich eigentlich immer Yoshi. So gut wie immer. Vielleicht ein paar Mal einen anderen Charakter, aber ansonsten. Ey, Mann! Glaub mir noch nicht alles. Ansonsten halt immer meistens Yoshi. Im All, weil er irgendwie das beste Handling hat. Oder vielleicht auch nicht. Also auf jeden Fall seine Werte sind für mich am ansprechendsten. Das muss man. Wow, der Blitz! Wer hat denn den jetzt geschossen, ey? Egal, wir haben trotzdem gewonnen. Das war es allemal wert. Auf jeden. So, next Kurs. Heute haben wir nämlich tatsächlich noch einen Kurs, der uns erwartet. Und zwar ist es ein Remake vom 64. Und zwar ist es der Royale Kurs oder so, wie er auch immer heißt. Royal Circuit heißt das Ganze. Und ja. Alter, ey. Boah. Scheiße. Es laggt. Na gut, das ist auch wieder mal so eine Sache, ne? Also man braucht schon wirklich einen richtig guten PC, um das Ganze so gut zu emulieren. Also selbst mit einem richtig guten PC kannst du das nicht so richtig sauber emulieren, ne? Also das ist schon wirklich. Ich meine, was für ein PC muss man haben, ne? Ich meine, ja. Das ist echt ein bisschen crazy, dass der DS wirklich so viel verlangt. Vielleicht liegt es auch, auch ein bisschen daran, dass ich nebenbei auch aufnehme. Das ist halt scheiße, dass der zu langsam ist, aber was will ich halt machen? Was ich auch nicht irgendwie verstehe, ist, wieso ist PlayStation 2 funktioniert übelst gut eigentlich. Naja, es geht, es ruckelt manchmal, aber alles im einen ist es ja noch ganz okay. Ich meine, ihr guckt ja selber manchmal meine Kingdom Hearts Videos. Und ja.
Ja, es wäre halt schöner wirklich für mich, wenn ich das Ganze halt auf der originalen Konsole aufnehmen könnte, aber das ist ja nicht möglich, seitdem sie kaputt ist, der scheiß Laser. Aber die Strecke ist geil, die gefällt mir. Die sind richtig gut gemacht. Das Schloss haben sie auch reingemacht, also geht doch allemal. Nur schade, dass es so laggt, aber ganz im Ernst, was erwartest du davon, ne? Also das ist schon ja, glaube ich auch trotzdem nicht so ganz das Wahre. Woraus natürlich gut funktionieren würde, ist auf dem normalen DS, obwohl nee, vielleicht würdest du auch laggen. Aber dafür bräuchte man ja dann so eine komische Speicherkarte. Ich weiß nicht, wie das Ganze heißt, Ace-Card, was weiß ich. Auf jeden Fall muss man da schon ein bisschen ins, ja, komisch gehen. Also, solange man das Spiel hat, ist eigentlich so etwas vollkommen legal. Wenn ihr es nicht habt, dann seid ihr echt ein bisschen auf der unkoscheren Seite, sag ich jetzt mal. Das Ganze ist schon ein bisschen unmoralisch dann, wenn man das macht, sage ich jetzt mal. Nee. Naja. So, wir sind Erster. Die Computergegner. Oh, scheiße. Ich sehe gerade auf den unteren Bildschirm, dass Wario den Blauen auf mich geschossen hat. Tja. Das heißt, ich werde gleich ganz schön einen abkriegen. Muss hoffen, dass ich das noch über die Brücke schaffe, bevor der Blaue mich trifft. Alter, das laggt. Aber die Musik ist eigentlich normal, oder? Naja, es geht. Trotzdem. Habt ihr eigentlich den 64 Teil davon gespielt? Ja, ich habe ihn tatsächlich gespielt, da fällt mir ein. Aber ich habe ihn nie wirklich durchgespielt, weil er ziemlich schwierig ist. Nein! Ah! Oh, die Fakebox habe ich noch gelegt. Sehr gut. Das ist natürlich immer wichtig, dass man das Item man nicht umsonst bekommen hat. Oh, scheiße. Marius ist auf dem Fersen. Und ich würde mal sagen, der soll jetzt mal gleich die Blaue kassieren. Weil ich habe wieder gesehen, dass irgendjemand da eine Blaue abgeworfen hat. Irgendeinen Penner. Alter, wenn das nur nicht so laggen würde, das wäre... Tja. Yes, da kommt der Blaue. Sehen wir zu, wie sie überschlägt. Bam, gib ihn schön. Und jetzt nochmal eine Rote hinterher gepfeffert. Fahr. Bam. Ich bin so böse. Ach ja. Herrlich das Spiel. Macht mir einfach sowas von Spaß. Komm, Drifter Yoshi. Gute alte Joschka. Scheiße, was ist das? Nein! Oh! Was war das? Ich bin durch den Boden gefallen. Oh. Jetzt werde ich nicht Erster. Es sei denn, ich habe Glück. Aber glaube ich nicht, denn... Oh Gott! Warum ist mir meilenweit voraus? Meilenweit? Und ich glaube... Nein! Ich wollte den Shortcut ziehen, nein. Ja, jetzt kann ich es vergessen, nee. Also, brauche ich mir keine Hoffnung machen, das habe ich verkackt. Ah, scheiße, meine Güte, ey. Wieso fällt der einfach durch den Boden, ey? Das gibt's echt nicht, jetzt ist CPU 6 Erster. Nein, das war eine Fake! Oh Gott, noch mehr Pech kannst du nicht haben. Im Blooper, Junge, im Blooper. Was bringt mir ein Blooper, ganz im Ernst? Ist Mario schon im Ziel? Oh, bitte sag mir, dass Mario noch nicht im Ziel ist. Nein, er ist im Ziel, Mist. Ich hab verloren. Schande. Ja, Leute, damit ist auch dieser Part mal wieder vorbei. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht, mir beim Versagen zuzusehen. Und man sieht sich dann. Ciao.